Ja, so hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dishonored. Ich habe schon gemerkt, dass mit dem Sound, das passt jetzt halt um einiges besser und hört sich cool an. Gefällt mir auch sehr. Da komme ich nicht so hyperaktiv rüber, wie es vielleicht der ein oder andere von euch gedacht hat. Nee, bin ich nicht. Bin vollkommen normal. Und jetzt sehen wir hier einen Madden und einen Admiral Hayflock. Gehen wir mal hin. Corvo, Sie erinnern sich doch an Martin. Er war einst ein Aufseher und ist vielleicht bald wieder einer. Ich schulde Ihnen Dank für meine Rettung. Genau. Sie haben uns neue Hoffnung gebracht, Corvo. Wir haben, was wir aus Campbells Tagebuch brauchten, geschafft. Wir kennen Emily Cordwins Aufenthaltsort. Die Golden Cat ausgerechnet. Ein Badehaus für Edelleute. Nicht viel besser als ein verfluchtes Bordell. Doch es gibt ein Problem. Scheinbar stehen uns Pendletons Angehörige im Weg. Die Zwillinge Morgan und Custis. Sie halten nicht nur Emily gefangen, sondern stellen die zwei Stimmen im Parlament, die wir so dringend brauchen. Ja, die Pendletons müssen sterben. Aber viel wichtiger, Emily muss sicher hierher gebracht werden, damit wir sie beschützen können, bis der Lord Regent und seine Anhänger Geschichte sind. Pendleton wartet am Anleger. Er will Ihnen die Mission persönlich erklären. Ist wohl am besten so. Alles klar, Chefi. Und wer ist jetzt dieser ungebetene Gast? Staub hier, Staub dort. Die ganze Welt scheint staubig zu sein. Jo. Sehe ich auch so. Und hier gibt's jetzt nichts mehr zu stibitzen für uns. Dann gucken wir mal, vielleicht hat hier noch der werte Herr Piero was für uns. Hier, Kofferdraht. Ich will den seinen Schlüssel. Nein, falsche Richtung. So machen wir das. Piero. Hallo. Piero. Ah, da ist er. Ups. Corvo, mein Freund. Brauchen Sie Waffen oder Munition? Soll ich etwas für Sie herstellen? Lass mich erst mal schauen. Betäubungsbolzen. Nehmen wir auch noch mal zwei mit. Man weiß ja nie, was man brauchen kann. Granaten sind jetzt ja nicht so meins. Jetzt haben wir 700 Münzen. Es passt. So. Ich habe in den letzten Folgen ja so viel Zeit verplempert. Dann gehen wir jetzt mal hierher. Ein Wort. Jupp. Corvo. Ich wollte selbst mit Ihnen sprechen. Ich beauftrage Sie, meine älteren Brüder Morgan und Custis zu töten. Abscheuliche Kerle. Wie Sie vielleicht schon gehört haben, grausam. Ohne Gleichen. Außerdem sind meine Brüder Verbündete des Lord Regenten. Und solange sie im Parlament sind, fehlen uns die nötigen Stimmen, um den Lord Regenten an der Festigung seiner Macht zu hindern. Sie sind heute bekannt dafür, mit seiner Billigung andere um ihren Reichtum zu bringen. Kurz gesagt, nicht jede Familie, die ausgewiesen und unter Quarantäne gestellt wurde, leidet tatsächlich an der Seuche. Ich habe meine Brüder ausdrücklich gewarnt. Wirklich. Aber sie hörten nicht auf mich. Sie sind heute Abend in der Golden Cat, wie üblich. Geschützt durch die Stadtwache. Also keine leichte Mission. Nun gehen Sie, bevor ich es mir anders überlege. Jo, alles klar, danke. Ich find's cool. Die Grafik bei den Charakteren, die sieht immer ein bisschen so comichaft aus. Und es hat irgendwas, einen coolen Touch. Das gefällt mir. Dann schau ich gleich mal zu Samuel weiter. Ich bringe Sie zur Golden Cat, wenn Sie soweit sind. Ich habe Lord Pendleton oft genug dahin gebracht. Alles klar, Samuel. Wir suchen wir nach Emily. Destillierbezirk. Im Moment blockt dein Gegner aus dem Gleichgewicht, sodass du natürlich Angriff landen kannst. Ja, wissen wir mittlerweile. Die Kaisertreuen glauben, dass Emily in der Golden Cat von den Pendleton-Brüdern gefangen gehalten wird. Zwei korrupten Aristokraten. Diese Männer sind Lord Pendletons verhasste ältere Brüder, Zwillinge und loyale Anhänger des tyrannischen Lordregenten. Finde Emily in der Golden Cat und eliminiere Lord Custis und Lord Morgan Pendleton. Ich gebe mein Bestes. Den restlichen Weg müssen Sie alleine zurücklegen.
Der Eingang ist in der Nähe vom Holger Square. Das Wichtigste ist, dass die kleine Emily gesund und munter nach Hause kommt. Die Pendletons sind da drin, also werden auch Wachen vor Ort sein. Slackjaw kann ihnen vielleicht dabei behilflich sein, die Cat zu betreten. Wenn er sie nicht vorher tötet. Das ist sein Gebiet. Er und seine Bottle Street Gang verschanzen sich in der alten Dunwall Whisky Fabrik. Dort verkaufen sie Elixier, das vor der Seuche schützt. Ich bleibe hier, aber halte Ausschau nach ihnen und der Kleinen, die sie zurückbringen. Viel Erfolg. Ich weiß, dass Emily ihnen viel bedeuten muss. Jo, die Kleine, die lieben wir ja wirklich. Auch wenn sie die Straße entlang gehen. Ein anderer Flussschiffer erzählte mir gestern, dass auf dem Clavering Boulevard jetzt einer dieser Wachtürme steht. Der Lord Regent scheint nervös, seit sie Campbell ausgeschaltet haben. Das wundert mich nicht. Eliminiere die Pendletons, so sehen die aus. Oh, sind identisch. Das sind Zwillinge, bloß der Scheitel ist andersrum. Okay. Triff, den gehen wir jetzt mal zu Slackjaw in der Destillerie. Da waren wir ja schon mal. Hier wurden wir ja schon mal rausgelassen. Oh. Chaos-Faktor. Deine Handlungen beeinflussen, was in der Stadt passiert, hinterlässt du eine Spur des Todes, tauchen mehr Ratten und Weine auf. Deine Verbündeten verhalten sich anders und das Ende ist düsterer. Ach du Scheiße. Das ist dieser Turm. Okay. Krank. Okay, hier haben wir ja schon mal ein paar Leichen entsorgt. Da war doch gerade jemand. Huh. Ja, haben wir den auch. Gleich nehmen den Guten. Und weg mit dir. Oh Gott. Bin schon wieder so maßlos überfordert. In der Old Dunwall dürfte normalerweise ja keiner mehr leben. Hä, wer redet denn da? Hä? Da hinten, wisst ihr noch, war die Lumpengräfin? Schon müde? Sag mal. Oh. Und wo ist jetzt dieser Turm? Das ist der Turm, okay. Ich glaube, das lassen wir jetzt hier erstmal beiseite. Laufen nochmal weiter. Achtung, Bürger von Dunwall. Alle Personen mit Informationen zum Tod des Oberaufsehers Thaddeus Campbell müssen sich augenblicklich zur Befragung bei der Stadtwache melden. In dieser Zeit der spirituellen Krise hat die Aufseher das letzte Mal der bemalten Kessel ausgerufen, bis ein neuer Oberaufseher bestimmt wird. Möge hey, du bist der, nach dem ich suche. Slackjaw will mit dir reden. Okay, dann führe mich mal zu Slackjaw. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Achso, okay, das Ding hat man ja eigentlich schon mal komplett auseinandergelegt. Okay, ist jetzt zwar ein bisschen unlogisch. Knochenartefakt, Knochenartefakt, Knochenartefakt. Okay, und sonst irgendwas? Nee. Das interessiert mich jetzt nicht, ob wir aber jetzt da hochkommen. Check. Können wir vielleicht auch einfach Doppelsprung? Nee. Aber so kommen wir dahin. Alter, wer seid ihr?
Kacke. Alter. Verdammt, was sind das für kranke Leute? Boah. Die sind leicht heftig unterwegs. Die kommen mir so bekannt vor. Die sehen ja aus wie die am Anfang, die Emily entführt hatten. Passen Sie auf, wenn Sie die Straße entlang gehen. Ah, super. Ein anderer Flussschiffer erzählte mir gestern, dass auf dem Severin Boulevard jetzt einer dieser Wachtürme steht. Der Lord Regent. Ja. Okay. Das haben wir ja schon gelesen. Daher denke ich, kann ich das auch ganz einfach schnell wegklicken. Kollege, du stirbst jetzt. Ja, muss ich das jetzt halt auch nochmal holen? Ja. Dann schaue ich jetzt aber auch nochmal zu dem Wert, was der so da treibt. Ein Almosen für einen armen Bettlerkumpel? Wie sieht's aus? Kann ich nichts mal was geben. Hey, du bist der, nach dem ich suche. Slackjaw will mit dir reden. Jo. Okay, also eins weiß ich sicher. Da hoch gehe ich nicht mehr. Obwohl, wartet mal, wenn ich da am Betäubungsbolzen aus. Das testen wir jetzt halt mal. Da sieht man ja schon den guten. Leg dich nicht mit Flashy an. Gut, ich schmeiß die jetzt aber da runter. Weil das ist mir echt zu gefährlich mit deiner. Ich habe ja nur Chancen gegen die, wie wir gesehen haben. Also das waren echt richtig fiese Kameraden. Okay. Hallo? Mana-Elixier. Paar Leichis. Okay. Jetzt ganz vorsichtig da mal weiter schauen. Ich habe hier kein gutes Gefühl bei der ganzen Sache. Das muss ich mal zugeben. Aber okay, es hat sich jetzt geklärt. Schnell nochmal Herz ausrüsten, da drinnen ist es. Okay, da ist nichts. Gut. Springmine. Kabelwerkzeug, da haben wir doch schon wieder eins gefunden, ne? Ach, das sind nur Weine. Die sind langweilig. Da ist mal noch ein Schlücke Brot. Ups. Ah ja. Okay. Aber wegen erschrocken bin ich trotzdem. Knochenartefakt. 1 von 5. Ja, das ist wieder wegen was zu holen für uns auf jeden Fall. Das gefällt mir. Guck mal gleich mal, was für eins das war. Das war ja wirklich ein schwer zu findendes, nervtötendes Ziel. Gegnerische Schüsse können mit geringer Wahrscheinlichkeit verfehlen. Gut. Dann nehmen wir das. Sicher ist sicher, also ist auf jeden Fall besser als das andere komische. Durchkommen tun wir hier nicht. Dann schauen wir, wo ist unser nächstes Ziel?
Da ist die Whisky 70 Meter und 104 Meter. Da unten steht auch wieder ein Kasper. Wie lang sind denn die bewusstlos? Wisst ihr das? Flieg! Okay. da 74 Meter. Achtung, Bürger von Dunmore. Aufgrund krimineller Aktivitäten nahe der Soldier Square wurde die Gegend jetzt abgesichert. Wachtürme und zusätzliche Patrouillen sind im Einsatz. Verdächtige Personen werden als feindliche Elemente mit böswilligen Absichten behandelt. Okay, da kommen wir jetzt halt noch nicht dran. Vielleicht befinden die sich auch in dem Whisky-Bereich. Gut, dann spreißeln wir jetzt. Opp, da mal zurück. Und schauen, was die so für uns haben. Hexerei. Hä? Nix, Hexerei. Keine Munition des Typs. Ach, da ist der Kollege wieder. Red noch mit dem Griff. Gute Preise, versprochen. Zeig mir, was sie haben. Ja. Sokolos Formel? Die Form von Seldorf Piro kann sie dazu verändern, Flüssigkeit, sodass sie die Gesundheit wiederherstellen. Ja, ist klar. So. Danke dir, bester Mann. Hast du was zum Rauchen oder Essen? Ist er das? Ja, das ist er. Hey, wir haben eine Botschaft von Slackjaw. Er will reden. In der Destillerie. Okay. Wenn du nach Slackjaw suchst, der ist in der Destillerie. Geh weiter. Slackjaw. Slackjaw. Ja gut, dann marschieren wir da halt nochmal ein. Ich glaube eigentlich... Also ich kann mir vorstellen, dass die wirklich uns gut gesonnen sind. Aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Ist da drin nicht mehr lange aus. Haben Sie. Slackjaw glaubt, die illegale Elixierbrauerei in der Destillerie wurde vergiftet. Wer war das denn? Also echt, wer macht denn sowas? Also hier ist auf jeden Fall eins noch. Und das andere. Hä? Das andere? Wo ist das andere? Okay, also das eine ist hier wirklich drinnen. Also da müssen wir dann jetzt mal einmarschieren. Ich möchte da jetzt rein. Ja, spotz mich nicht an. Dann speisen wir noch kurz. Slackjaw wartet auf uns. Boah. Super. Wartet mal, voll machen und dann noch gleich nehmen. Okay, für das Lager, da hatten wir aber schon. Hast du nicht gehört? Slackjaw hebt sich das gute Zeug selbst auf. Für uns verdünnt er den Rest. Ein Teil Elixier, drei Teile... Bunting, dieser Konzern hat Geschmack, wenn es jemanden dann wohl gibt, mit von dem man was klauen soll, dann ist er da, das wäre immer sein Tresorknack, kriegt den doppelten Anteil. Okay, das Haus befindet sich in einer verschlossenen Tresor-Sektor, Bunting kann den Tresor bislang nicht öffnen, also muss sich die Kombination anderswo befinden. Ich riskiere nicht, die Seuche zu bekommen. Trink bis zum letzten. Könnt ihr auch gerne lesen? Das ist mein Motto. Na ja, gut, das habe ich jetzt mittlerweile mitbekommen. Slackjaw ist da hinten bestimmt, ja. 27 Meter. Bin mal gespannt, was das für eine mysteriöse Gestalt ist. Zwing mich nicht dazu, dir das wegzunehmen. Oh, ich hab Angst. Nein, ach, da war noch was. Muss ich noch ausräumen, bevor ich vielleicht sterbe. Ach, da haben wir auch genug. Auch mitnehmen. Metal-Schrank.
Okay, dann schauen wir jetzt halt mal, was der Slackjaw uns zu sagen hat. Da haben wir einen Verbrecher, wenn ich dich so ansehe. Ein Verbrecher, für den ich vielleicht Arbeit habe. Jemand hat den Brautank mit der Seuche infiziert. Die Hälfte meiner Männer sind Weiner. Hab drei an der Destillerie gefangen. Der Rest treibt sich auf der Straße rum. Da dem so ist, fehlt es mir jetzt an ein paar fähigen Leuten. Und so habe ich jetzt vielleicht was für dich zu tun. So wie ich es sehe, lohnt es sich nicht, hier jemanden umzubringen. Bis auf die zwei Pendletons in der Golden Cat. Hab recht, oder? Siehste, Slackjaw kennt sich aus. Die Jungs sind Zwillinge. Reich, gemein und komisch. Schlimmer als die üblichen reichen Säcke. Haben sich schon eine Weile bedeckt gehalten, weiß nicht warum. Aber heute Nacht ist die Golden Cat besonders gut bewacht. Besondere Gäste und so. Und du willst da rein in diese Aufmachung und die Pendleton-Brüder umbringen? Hab vielleicht eine bessere Methode dafür, wenn du mir einen Gefallen tust, verstanden? Jemand, aber ich weiß nicht wer, tötet meine Männer, wildert in meinem Revier, klaut meine Sachen. Könnte ein Typ namens Galvani sein. Hab meinen besten Mann geschickt, um das zu prüfen, aber er ist verschwunden. Und jetzt brauche ich einen, der guckt, was mit ihm passiert ist. Geh zu dem Haus von diesem Galvani. Lebt ganz in der Nähe beim Clavering Boulevard. Wenn du das machst, zeige ich dir einen besseren Weg in die Golden Cat. Okay. Beim Galvani im Haus, da waren wir ja schon mal. Falls ihr euch erinnern könnt, haben wir dort die... die Dinge gemacht. Die Ratten, ne? Dings da, wie heißt es jetzt halt? Für die nette Dame von nebenan haben wir da die Sachen geplündert. Die Rattengedärme. Das war's. Jetzt bin ich wieder da. Okay, jetzt muss ich nur noch den schwulen Schlüssel finden. Halt die Waffe. Rede nicht so mit mir. Ich möchte jetzt die Rune haben. Aber wo ist dieser Schlüssel? Maske, du siehst aus wie ein Clown. Sei bitte ruhig, okay? Unser Glück, dass wir die meisten Weiner ausgesperrt haben. Willst du uns Angst machen? Ihr solltet Angst haben. Setz dich auf meinen Schoß, harter Junge. Okay, kann ich da jetzt irgendwie rein zu Dämmen? Ich möchte jetzt da rein, aber wo ist dieser Reserveschlüssel? Ich kann es mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, wo der sich befindet. Ich habe mir zuerst gedacht, dass der hier irgendwo rumliegt, aber das wäre mir ja schon aufgefallen. Erstmal halt mal. Wir laufen mal dahinter, da war das letzte Mal ja auch noch ein Kerl gestanden, ne? Okay. Dieser Galvani ist ein Blutsauger. Doktor nennt man die jetzt. Geh zu ihm und finde heraus, was mit meinem vermissten Mann passiert ist. Okay. Aber ich will davor noch dieses doofe Ding finden, ne? Ein Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Nix Schlüssel. Da oben wird er wahrscheinlich auch nicht rumliegen. Scheiße, wo könnte denn der Schlüssel sein? Wir waren jetzt ja hier schon überall unterwegs. Ja, da waren wir auch schon drinnen. Da unten waren wir, da oben waren wir. Da oben? Nee. Ja, der weint doch nur. Ja. Perfekt. Schauen wir mal, was das für eins ist. Lass mir den da kämpfen. Anhaltender Zorn. Es dauert etwas länger, bis die Wirkung des Adrenalins
abebbt. Ja, cool. Das mit dem Adrenalin habe ich eh noch nicht so gecheckt. Hat er irgendwas? Nee, hat er was? Ja, okay. Alter, lass mir doch mal, ey. Hau bloß ab von mir. Also echt. Nee, solche Lümmel. Greifen die mich da einfach. Oh. Oh. Okay. Also an solchen Stellen, da schaust du ja auch nicht. Normal nach Münzen, meine ich jetzt. In Bezug auf die letzte Folge, in der wir ja die Mission beendet hatten und dann uns noch gefühlte 1000 Dinger gefehlt haben. Aber gut, das kann ja immer passieren. Ist ja nicht allzu tragisch, wenn ich da nicht immer voll habe. Sonst haben wir im Rest ja... Bisschen krank ist das Spiel. Ja, schon. Muss man mal sagen. Die Stadt geht zugrunde. Wo? Ja, geht's ja. Und ihr seid auch mit Schuld dran. Ihr Lümmel. Der arme Kerl total zu erfressen. Irgendwer ist ganz in der Nähe. Reden die wahrscheinlich von den Leuten da oben? Da liegen nämlich auch schon wieder solche eingepackten auf dem... Mann, mach doch den Klodeckel zu. Ja gut, und dann setzen wir uns jetzt mal noch eine Runde aufs Klo. So. Sitzen wir hier richtig? Hey, aufs Klo, jetzt. So, jetzt verrichten wir noch unser Geschäft. Schauen dabei eine schöne Wand an. Und ich verabschiede mich von euch. Wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ich bin's, euer Flashy. Ciao.